Ja, hallo zusammen und willkommen zum SAB 2018 Informationsvideo zum Halbfinale. Ich nehme das hier mit diesem ekligen Kabel hier auf, weil ich habe vorhin bereits schon mal einen Versuch gemacht, habe das dann importieren, habe gesehen, ja gut, irgendwie die Hälfte der Tonspur ist einfach leer. Naja, da ist mir einfach der Akku ausgegangen vom Draht, also vom Wireless Headset und das war etwas blöd, darum ja, hier nochmals mit Kabel. Gleich kurz zum Sechstelfinale, Katzenfrau hat gegen Envy auf, Gamefrau ich Envy eine Runde weiter. Willow hat mit 24 zu 8 gegen Smitty, Checkerman Freshman gewonnen. Die düsteren drei haben einen Freilos bekommen, weil Ronnie Pastinake und Frey the Cousin nicht eingereicht haben. Die Sparks haben mit 7 zu 26 gegen Jason der Gebieter verloren. O-O hat mit 8 zu 14 gegen Rolf verloren und die Binomo Squad hatte ebenfalls nochmals ein Freilos, weil Tudop nicht eingereicht hatte. Jetzt haben wir natürlich 6 Teilnehmer weiter. Ich habe mir da etwas überlegt, ja gut, wie machen wir jetzt das am besten? Es ist natürlich so, dass Hinrunde, Rückrunde ist ein relativ hoher Aufwand, also für sowohl auch als Turnierleiter als auch als Teilnehmer natürlich. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht nochmals irgendwie normale Paarungen machen und dann irgendwie ein Halbfinale, das heißt, also dass jetzt von den 6 Teilnehmern 3 Leute weiterkommen, dann Lucky Loser und dann Halbfinale und dann großes Finale und so, wäre doch etwas, naja, sage ich jetzt, zu lang gewesen und alles. Darum machen wir ein Triple Threat Battle. Im Halbfinale, das heißt in der Hinrunde müsst ihr Fronts gegen beide Gegner haben, die in eurer Paarungen drin sind. Ihr müsst aber insgesamt einfach 16 Bars abgeben für beide Gegner. Ihr könnt die Hinrunde aus einem oder mehreren Beats machen, das heißt ihr könnt auf einem Beat, könnt ihr, ich weiß auch nicht, 36 Bars machen oder so und gegen beide Gegner und gebt dann halt einfach nur einen Beat ab oder ihr macht halt pro Gegner einen Beat oder ihr macht 5 Beats für Gegner 1 und 2 Beats für Gegner 2, also es ist ja, das ist völlig eigentlich euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Wenn ihr mehrere Beats habt, dann bitte bei der Abgabe einfach in einen Zip-File verpacken, sodass ich das einfach dann wieder hochladen kann. Die Rückrunde müsst ihr halt die jeweiligen Teile der Hinrunde des Gegners auf dem Beat kontern oder auf den Beats kontern, die er euch vorgibt. Die Runde muss dann insgesamt auch nur wieder 16 Bars beinhalten, also ihr müsst natürlich selber für euch abwägen, ja gut, wie viele Bars brauche ich, damit ich die Paarung gewinnen kann, sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde. Gewertet werden dann alle drei Runden innerhalb der Paarung separat, also ihr seht hier das Schema, Gegner 1, Hinrunde gegen Gegner 2, Rückrunde, Gegner 1, Hinrunde gegen Gegner 3, Rückrunde. Die beiden Gewinner der jeweiligen Paarung ziehen dann ins große Finale ein und die mit der besten Punktequote, wohlgemerkt nur aus dem Halbfinale gerechnet, das heißt alle anderen Punkte werden eigentlich irrelevant für, sag ich jetzt, für den Finaleinzug, kommen dann weiter ins kleine Finale. Zu den Battles des Halbfinales. Wir können vielleicht dazu auch noch einen Blick werfen auf die Punktetabelle. Da haben wir im Moment die düsteren 3 auf Platz 1, Punktequote 4, Velo 3,36, Platz 2, die Binom Squad und Envy, die beiden Freilose, oder die bisher nur mit Freilosen gesegnet wurden, 2,33, Jason der Gebieter 2,21 und Rolf 1,0. Hier unten haben wir noch die Platzierungen für die Leute, die ausgeschieden sind im Sechstelfinale. Daher ergeben sich ja dann folgende Paarungen. Wir haben Platz 1 gegen Platz 3 gegen Platz 5. Das heißt, es sind die düsteren 3 gegen den Divinorum Squad gegen Jason der Gebieter. Und wir haben Platz 2 gegen Platz 4 gegen Platz 6. Also Willow gegen Envy gegen Roll. Zu den Abgabedaten. Mir ist natürlich bewusst, dass ihr eigentlich im Prinzip zwei Runden, also Hinrunde besteht eigentlich aus zwei Runden und Rückrunde besteht dann eigentlich auch aus zwei Runden. Dementsprechend gebe ich euch etwas mehr Zeit. Dann habe ich 3 Wochen anstatt nur 2. Die Hinrunde müsst ihr ergo bis zum Samstag, 22. September und 24 Uhr abgeben. Und die Rückrunde müsst ihr bis Montag, 15. Oktober um 24 Uhr abgeben. Vom 12. bis am 14. Oktober bin ich in den Ferien. Das heißt, ich sehe dann meine Mails nicht, beziehungsweise habe auch keine Möglichkeit, irgendwas hochzuladen, darum eben Montag, 15. Oktober. Und die Bewertungen plus Informationen zu den jeweiligen Finalen kommen dann am Samstag oder bis zum Samstag, 20. Oktober. Vielleicht sind wir auch etwas schneller und dann gibt es vielleicht auch schon am Donnerstag Bewertungen. Wer weiß. Vielleicht noch etwas so als nebenbei, als Anreiz für die Finale, zum auch jetzt noch mal 100% zu geben im SAB. Habe ich bei Preisgeld nochmals einige Anpassungen gemacht. Der erste Platz bleibt unverändert bei 100 Euro. Für den zweiten Platz gibt es aber 25 Euro mehr, also 75 Euro. Auch für den dritten Platz gibt es 25 Euro mehr, das sind 50 Euro. Vierter Platz bleibt unverändert bei 25 Euro, aber ihr seht, es lohnt sich,
nochmal das Gas zu geben, ins Finale zu kommen oder auch, wenn man das kleine Finale gewinnt, sind es immer auch noch 50 Euro. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Die Kontaktdaten sind in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, viel Spaß bei den Halbfinalbattles.